Yo, hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu Grounded. Und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und jetzt, let's go! So Leute, da sind wir wieder. Wir hatten ja hier Zwischenstopp gemacht. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir erstmal pennen. Wie spät haben wir das? Wir haben es 20:46. Ich denke, das ist eine gute Zeit. Essen und Trinken sind okay. Von daher würde ich sagen, hauen wir uns jetzt aufs Ohr. Und dann schauen wir, dass wir dann Zeug anfangen für unsere Base zusammenzutragen. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir vielleicht schon die ersten Fundamente heute hinbekommen. Aber erstmal schlafen und dann würde ich sagen, gehen wir voll rein. I think it's bedtime. So, ich würde sagen, dann schauen wir noch mal kurz in unser Inventar. Das ist natürlich voll, ne? Hatten wir eigentlich noch einen Korb gebaut? Müssen wir noch einen Korb bauen? Wäre schon besser, wenn wir hier noch einen hinstellen. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich mal. Hier war das, ne? Okay. Was hier? Hier haben wir ja Vorratskorb. Wir könnten uns auch eine Kiste bauen. Wir brauchen zwei Seile. Können wir die instant bauen? Eins können wir bauen. Gut, wir brauchen noch fix ein paar Fasern. Mussten ja nicht viele sein, drei Stück, ne? Das müsste eigentlich schon reichen. Jawohl. Und dann können wir jetzt also das Körbchen bauen. Ja, stellen wir hier mit hin. Schnell craften. Zack. So, dann können wir hier Zeug einlagern. Ja, das brauchen wir alles erstmal nicht, ne? Dass wir uns erstmal vollpacken können mit Steinen. Okay, das ist schlecht. Okay. Gut. Dann die Madenhaut. Die kann auch erstmal hier bleiben, ne? Genauso wie die Tropfen. Brauchen wir jetzt wohl auch nicht. Steine können wir natürlich mitnehmen. Darum kümmern wir uns später hier. Ach, die Steine wollte ich doch mitnehmen. Die können auch hier bleiben, das kann auch hier bleiben. Pilze kommen mit, Pfeil und Bogen auch. Gut. Steine. Haben wir noch Steine in der anderen, im anderen Korb gehabt? Jawohl, können wir auch noch mitnehmen. Weil wir brauchen ja erstmal Material fürs Fundament, ne? Dann können wir hier zum Beispiel, den können wir glaube ich auch kleine klopfen mit dem Hammer, jawohl. Kieselfundament, ne? Was brauchen wir da eigentlich noch dafür? Da muss ich dann mal fix schauen. Was brauchen wir fürs Kieselfundament noch? Kieselfundament. Ja. Ach, wir brauchen Ton auch noch, ne? Aber den können wir uns auch easy besorgen, ne? Das ist nicht das Problem. Also von daher, okay. Das klappt schon. Den können wir uns aber unterwegs besorgen. Da schauen wir gleich mal. Wir machen uns erstmal einen Wegpunkt. Wir wollen ja hier unten hin. Hier so, ne? Farbeimer, der sich aus unerfindlichen Gründen immer noch nicht aufgedeckt hat. Hier setze ich mir meinen Wegpunkt hin.
Und dann schabbeln wir ganz gemütlich dahin. Und dann machen wir unterwegs noch ein bisschen Ton klein. Warte mal, wenn wir hier zum Baseball gehen, ne? Da war doch die Höhle, wo wir rausgekommen sind. Und da drinnen ist doch, glaube ich, auch Ton. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, wir müssen trinken. Aber gerade kein Wassertropfen zu sehen, ne? Oh, hier in der Höhle. War das hier? Ah ja, nee, hier war das gar nicht. Hey Leute, nee, hier war das gar nicht. Das täuscht mich jetzt gerade. War denn das? Ach genau, wo der Laser ist. Da, wo wir die Milm getötet haben. Ganz am Anfang. Damit wir die Maschine zum Laufen bekommen. Da war das drin. Wir müssen unbedingt erstmal was zu trinken besorgen. Oh, sind wir jetzt reingefallen? Die Pfütze in den Fuß, in die Fußspur, ne? So. Haben wir hier irgendwo ein Wassertröpfchen? Verdammt. Der Vogel macht wieder Krach. Ey, kein einziger Wassertropfen hier. Ja, wo haben wir denn was? Da ist ein Tropfen, ich habe ihn gesehen. Oh, das Problem wäre erstmal gelöst. Hier, guck mal, hier zum Beispiel. Hier haben wir schon mal Ton. Ach, genau, wir brauchen die Schippe. Aber damit geht's. Oh, verbrauchst sie natürlich enorm. Aber wir haben schon mal ein paar Bröckchen Ton. Das ist viel wert. War das sogar hier? Das war sogar hier, Leute, ne? Das sind meine Fackel. My mom always says I light up a room. Wo sind denn die? Kommen die hinter uns? Ne, die sind über uns, ne? Hier ist nämlich auch Ton, oder? Das müsste Ton sein. Aber wir brauchen hier... Ne, das ist Quarzit.
Das sieht fast genauso aus, ne? Ja, lassen wir erstmal unsere Energie wieder hochputschen. Oh, zack. Gut, dann haben wir halt Quarzit auch gleich ein bisschen. Warum nicht? Kann bestimmt nicht schaden. Und hier hinter scheint nämlich auch noch was zu sein, ne? Das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall geht's hier weiter. Endlich. Und hier noch mehr. Ich weiß nicht, zu was wir Quarzit verwenden können. Das gab es, glaube ich, damals auch noch nicht. Vor einem halben Jahr circa. Oh, guck mal hier, pure Wissenschaft. 500. Und hier ein Scabby-Schema. Yes. Milbenreiter. Müsste schon das dritte sein, oder? Ich glaube ja. Ja, die Fackel, die hält schon bedeutend länger. Also das merkt man schon. Weil wir jetzt die Fackel Plus haben. Oh, wir müssen was füttern. Warte. Wir haben ja Pilze. Ah, deswegen hat sich die Power auch nicht mehr richtig hochgefahren. Die Ausdauer. So, jetzt geht's weiter mit Quarzit hier. Siehst du, da haben wir Quarzit auch gleich mal. Ja, es deckt sich bis 10. Klopft uns jetzt auch nicht unbedingt das Inventar voll. Gut, dass wir aufgeräumt haben vorher. So, dann würde ich sagen, machen wir uns weiter in Richtung unseres zukünftigen Zuhauses. Wenn wir den Quarzitblock klein gehauen haben hier. Da siehst du, das klappt doch. Nice. Nicht vergessen hier, ne? So, jetzt können wir wieder nach in Richtung unseres Zielortes gehen. Dann werden wir mal sehen, dass wir heute vielleicht noch ein bisschen was schaffen. Oh, warte mal, wir müssen jetzt. Müssen wir hin? Ah, genau. Nein! Alter, wir sind schon im Giftgebiet hier. Ja, wir müssen in die Nähe von Wasser auf jeden Fall. Ey, ist das eine Baumwanze? Oder ist das ein Stinkekäfer? Könnte sogar eine Baumwanze sein, ne? Kriegen wir den mit dem Bogen? Wo ist denn mein Bogen. Warum habe ich den nicht in der Schnellinventarleiste? So. 6. Ganz ruhig. Der scheint da festzuhängen. Ist eine Baumwanze sogar. Das brauchen wir für die Gasmaske, ne?
Ja, hoffentlich reichen unsere Pfeile aus. Oh, wo ist denn der jetzt? Hä? Einfach weg. Einfach weggebackt. Naja. Gut. So viel dazu. Alter, wir hätten uns eine Baumwanze klar machen können. Wir hätten sie fast gehabt. Das ist schade irgendwie. Alle Pfeile haben wir auch nicht wiederbekommen. Ja, wir könnten hier auf jeden Fall erstmal anfangen mit Gras zu bauen. Also natürlich erstmal Kieselfundamente, ne? Da haben wir jetzt gar nicht mehr dran gedacht an Kiesel. Hier haben wir ja letztens schon ein bisschen aufgeräumt. Was liegt denn da? Ach, das ist eine kleine Spinne. Spinne. Netzfaden haben wir einfach einmal bekommen. Gut, Leute, können wir überhaupt schon ein Kieselfundament machen? Vielleicht sollten wir noch ein bisschen in Richtung Farbeimer gehen. Eigentlich wollte ich ja hier unter dem Fach bauen. Ja, ist aber auch ziemlich hügelig, nicht? Ziemlich hügelig. Hier rein könnten wir vielleicht gehen, ne? Hier fängt jetzt irgendwann das verseuchte Gebiet an, ne? Glaube ich. Oh, wir haben schon wieder Durst. Da müssen wir uns erstmal drum kümmern. Ich denke mal, dann doch ein bisschen weiter hier hinten. Oder kommen wir vielleicht doch zu dem Burial-Chip? So, dass wir vielleicht doch woanders eine Basis lieber bauen können. Aber wir suchen uns hier schon ein chilliges Plätzchen, Leute. Wo war denn hier? War hier nicht irgendwo auch eine Safttüte? Irgendwo musste hier ein Tropfen hängen. Da ist einer. Oh, komm zu Papa.
Wir gucken uns das nochmal genau an. Ich weiß nicht, hier, das ist schon, ich würde sagen, das ist schon nicht verkehrt hier zu bauen. Wir schauen mal kurz nochmal, ob wie weit wir hier lang kommen, wenn wir hier in die Richtung gehen. Ah, hier ist noch gar nicht verseuchtes Gebiet, ne? Wir sind irgendwie so am Rand wahrscheinlich. Ah, jetzt, da hinten kommt's. Ja, vielleicht sollten wir dann auch hier auf dem Stein anfangen. Ich denke mal, das wäre ganz cool. Doch, der Käfer kommt jetzt nicht zu nah da vorne. Weil da können wir auch easy Käfer klatschen von hier oben und so. Ja gut, wir werden uns hier den Stein nehmen und da werden wir hier anfangen, unser Fundament oben aufzubauen. Ich will mal schauen. Wir haben ja schon ganz paar Steine. Naja, wir haben halt bloß die 4x Ton. Können wir jetzt überhaupt schon ein Fundament damit herstellen? Ach, hier hatten wir es ja schon. Oh. Ja, wir brauchen 2x Ton für eins, also wir können uns schon mal 2 Fundamente so probehalber hier auf den Stein hochbauen. Wenn das denn überhaupt geht, wenn uns der Käfer in Ruhe lässt. Und er scheint uns in Ruhe zu lassen. Nee, hier auf den Stein können wir das scheinbar nicht setzen, ne? Ja, wir müssen auch ein bisschen gucken, dass wir auch ein paar Fundamente nebeneinander bekommen, ne? Zack. 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 Was ist denn jetzt, wenn ich hier vorne... Moment. Moment. Wir stellen uns mal eine Kieselrampe her. Sag mal, wie kann ich die drehen mit E? Nee, das wäre dann so. Ah, das gefällt mir schon mal irgendwie nicht so, ne? Gefällt mir schon mal irgendwie nicht so richtig.
Gut, da müssen wir sehen. Irgendwie. Dass wir hier noch was unterbauen, ne? Weil das gefällt mir nicht so. Was ist denn? Ich will bloß mal was probieren. Wenn ich jetzt eine Wand nehme, eine Glaswand, die hier vorne hinsetze. Müsste gehen, ne? Gut, Leute, wir machen das Fundament hier weiter. Wir machen das Fundament hier weiter. Noch ein Stück nach hier. Und natürlich noch ein Stück nach vorne. Können wir eigentlich auch gleich mal machen. Erstellen. Wieder ganz runter. Hier, Kieselfundament. Zack. Quasi hier noch bei hin, ne? Jetzt könnte man hier drunter auch noch Fundament setzen. Könnte man natürlich auch, ne? Weil hier kann man einmal drunter. Da könnte man sich hier drunter vielleicht sogar noch irgendwas machen. Ja, komm, wir gehen erstmal in die Richtung. Wenn wir jetzt hier ein Fundament unterbauen würden. Oder auch noch nie bis ganz runterkommen, ne? Wahrscheinlich. Aber dann lassen wir uns dann was einfallen. Vielleicht machen wir hier auch. Vielleicht gehen wir dann auch noch hier ein Stück weiter nach außen. Könnten wir eigentlich auch machen. Dann können wir uns wirklich hier drunter noch irgendwas. Dann setzen wir hier hinten bloß noch mal ein Fundament hin. So, nee, kommt wieder weg. Kann ich das jetzt wieder wegmachen hier? Ah, okay. Wieso ist das jetzt passiert? Gut. Könnte man vielleicht, dass wir entweder, es gibt ja auch so Stützen, ne? Wir brauchen jetzt noch ein Fundament. Erstmal. Setzen wir hier vorne noch an. Zack. So. Und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Ja, wir haben das Fundament erstmal, ne? Und da können wir uns dann hier nach oben bauen und können dann gespannt und easy die Sachen hier oben erkunden und so, was es da alles gibt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir dann in der nächsten Folge mal schauen, dass wir gleich die ersten Fundamente fertig kriegen. Wir können ja hier mal anfangen. Eigentlich sollte das gehen, ne? Mal, warum? Weil ich den Hammer nicht in der Hand habe oder was? Nee. Warum kann ich das jetzt nicht? Ach, vielleicht, weil wir die erst machen müssen. Ah ja. Gut. Okay, unsere ersten beiden Fundamente. Wir sollten uns unbedingt was zu trinken holen.
Unbedingt. Alter, die Milben. Das sind Tropfen. Das ist gut. Ja, ich bin schon dabei. Don't even need to boil it. Hier war noch einer, ne? Holen wir uns auch gleich noch. So. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir von diesem Punkt aus hier in der nächsten Folge weiter. Sammeln gleich noch ein bisschen Matze, machen unsere Fundamente fertig und sehen dann, wenn die Fundamente fertig sind, wie wir dann am besten weitermachen. Ich hoffe, die Folge hat euch bis hierhin gefallen. Wir haben ein bisschen Ton besorgt und wir haben ein bisschen, jetzt muss ich selber wieder gucken, wir haben ein bisschen Quarzit, ist mir vorher schon eingefallen, ein bisschen Quarzit besorgt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet. Zeigt es mir damit. Gerne auch Kommis und über ein Abo würde ich mich ganz besonders freuen. Dann könnt ihr auf meinem Kanal nichts Neues mehr verpassen und könntet mich riesig in meinem YouTube-Algorithmus kostenlos unterstützen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.